aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf meinem Kanal. Ja, ich bin dabei, die letzten Reihen hier hoffentlich zu düngen. Wir sind jetzt im Olivenhain. Und man sieht also, dass die kleinen Maschinen hier schön durchpassen. Meine Idee war ursprünglich mal, man nimmt eine der großen Düngemaschinen und fährt hier einfach oben drüber. Die sind ja sowieso etwas hochhackiger unterwegs. Ja, Pustekuchen. Diese Pflanzen bzw. nebenan die Weinstöcke sind exakt so hoch, dass man da nicht drüber wegkommt. So, die letzte Bahn müsste dann theoretisch diese sein, schätze ich mal. Wollen wir mal gucken, ob wir recht haben. Wir werden das hier auf der Karte sehen. Das fast genau. Da sind wir jetzt in der richtigen Bahn auf jeden Fall unterwegs. Ja, 17.06 Uhr ist es geworden, ne? Können wir schon mal langsam Licht anmachen und die letzten Meter. Und dann sind wir damit durch. Da müssen wir mal gucken, ob wir mulchen können. Also gedüngt ist dann alles perfekt. Da gucken wir noch mal. Siehst du mal, beides entsprechend gedüngt und fertig, wurde gemulcht. Ja, da stände jetzt, wenn wir das rausnehmen. Keine Ahnung, ob das gemulcht wurde. Man sieht es nicht. Gedüngt ist jedenfalls Düngerstufe 2. Wachstumsstufe. Wir sehen, das Zeug wächst. Was ich jetzt noch machen wollte. Keine Angst, nichts Schlimmes. Tiere. Bienen. Ich wollte diese Bienenstöcke haben. Die Frage, wo man die jetzt am intelligentesten hinsetzt. Ich würde sagen, einfach mal hier hin. Steht jetzt ein bisschen schief, macht nichts. Bisschen rüber. Zwischen den Feldern irgendwo noch was. Hier noch einen hin vielleicht. Vielleicht. Hier noch einen hin. Ich weiß gar nicht, wie viel man hier so braucht dafür. Aber ich denke mal, hier haben wir jetzt so ein paar, oder? Das reicht. Dann fahren wir jetzt zum Hof zurück. Hier summt's. So. Schön mit dem Elektroträger unterwegs, so wie sich das gehört. Der braucht verdammt wenig Energie, habe ich festgestellt, oder? Kann das sein? Aber für solche Sachen ideal.
Ich wette mit euch, wir verfahren uns wieder. Oder auch nicht. Das war ein kleiner Speicherleck, genau. Game saved successfully steht auf dem Server. Eieiei, was war das denn jetzt? Bisschen ins Schleudern geraten, der Kleine. Junge, 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 was ist denn das für ein Geruckel hier? Ist ja schlimm. So, also nervtötend ist das schon, wenn man da und so, ne? Schon sauber machen das Ganze. Geht überhaupt nicht sauber, das Ding. Warum nicht? Doch einen Kercher holen oder was? Kann wohl nicht angehen. Da willst du einem anderen Fabrikat mal eine Chance geben und dann sowas, ne? So, nee, ich will gar nicht einsteigen. Raus da. Ich wollte etwas nachgucken. Und zwar... Wir haben ja Viecher, beziehungsweise wir haben noch keine Viecher. Kuhstall mit Fütterungsroboter. Na, guck mal, du hast noch keine Tiere. So war's aber auch. Escape. So, wir können mal gucken, was brauchen wir denn zum Beispiel für die Hühner? Können vielleicht schon mal Hühner reinschmeißen oder so, oder? Ja, Huhn, Huhn, Hahn, genau. Was brauchen die? Gar nicht. So, aber wenn wir jetzt 360 Hühner beispielsweise kaufen, ist die Frage, mit was für einem Viehanhänger sollen wir die denn holen? Wir gucken mal ins Menü, weil einen Viehtransporter haben wir definitiv. Moment, was ist das denn? Wir haben doch hier, ja, okay. Okay. Ich weiß nicht, wo wir geguckt haben. Entschuldigung, da war ein kleiner Gähner. Es ist schon spät heute. Tiertransport, Tierhaltung, Tiertransport. So, guck mal. Hier haben wir für Pferde. Das ist ein Pferdetrailer. Der da kann Kühe und Schweine transportieren. Und der auch. Ja, da wird eine Transportgebühr erhoben, wo wir
die Tiere gar nicht transportieren können. Einzige wäre jetzt eben, wenn wir mal auf die Karte gucken und wir schauen mal, wo hier überhaupt der Viehhändler ist. So, da sind überall Bienen, da konnten wir einfach Bienenstöcke hinstellen. So, hier, da ist ein Viehmarkt. Den besuchen wir jetzt einfach mal. Und dann gucken wir mal, was wir hier kaufen können. Guck mal, hier steht eine Reisetasche. Kann ich gut hier brauchen. Jemand da? Hallo? Gucken, wo der Tierträger ist und was man hier überhaupt kaufen kann. So, er. Hühnerstall. Okay. Es wird eine Transport gehoben, wenn. Ja, das ist ja eigentlich unfair. Wir können ja die Viecher gar nicht. Warum kostet das 50 und das 5? Ach so. Das sind junge Hühner, die sind günstiger. Okay. Ich hier keine Zahl eintippen, ne. Wie viel wollen wir denn nehmen? 100? Also mehr als 60 kann man gar nicht kaufen. Ja. Und einen Hahn. Da wollen wir nur einen von kaufen. Okay. So, jetzt können wir nämlich auch gucken in unserem Tiermenü, was die Viecher brauchen. Produktivität 0. Nahrung, Gesamteffektivität, Getreide brauchen die, oder? Okay, das heißt, wir können eigentlich hier hingehen. Können mal Weizen, Hafer, Schweinefutter, Streusalz. Können eigentlich mal, würde sagen, zwei Big Packs Saatgut holen. Und würden jetzt auch mal zu unserem Hof zurückteleportieren. Genauso wie wir hier hingekommen sind, gehen wir jetzt auch wieder zurück auf diesem Weg. Nee, wir können, obwohl, ja doch, wir müssen hier hin. Gehen wir da rein, okay. So. So, dann würde ich sagen, und dann können wir nämlich genau diesen Anhänger da ausprobieren. Wir nehmen mal den hier und gucken mal, ob wir bei diesem Anhänger den Deckel hochkriegen. Ansonsten kommt das Teil nämlich gleich wieder weg. Was sollen wir damit? Du fährst ja auch im realen Leben nicht mit Klappe runter. Was ist das für ein Blödsinn? Also habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Kriegst das Ding nicht mal, die Klappe nicht mal zu. Ist doch Schwachsinn, sowas. Oh, hier sind wir sportlich rum jetzt, du. Weiß gar nicht, ist das ein Autolautanhänger?
glaube, warte mal, habe ich den starken Bauern an? Nee, natürlich nicht. Gucken, ob wir die Dinger überhaupt so hoch kriegen. Ich befürchte mal, nein. Ja, und das war's schon, Sister. Das geht nicht. So, das heißt, der Händler braucht... eigentlich müssten wir uns jetzt mal einloggen in den Händlerhof. Machen das jetzt einfach mal... wir machen mal... Was sind das denn für Dinger? Damit könnte man das doch vielleicht auch laden, oder? Oder reicht das nicht? Lass mal probieren. Mit dem hier. Okay, Escape. Und wir brauchen eine Gabel. Tieflader, bla bla bla, Frontladerwerkzeuge. Rollenballengabel. Big Back Lifter. Ehrlich, was ist das? Damit geht das. Wollen wir das mal ausprobieren? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, aber wir haben ja jetzt hier einen. Da ist er doch. Alter, ist der klein. Okay, und hiermit soll ich jetzt... Hiermit sollen wir jetzt so ein Ding da heben können. Ohne hinten rüber zu kippen, das halte ich für ein Gerücht. Muss aber erstmal treffen, das Loch, ne? Okay. Aha. Ja, nett gemeint. Aber das wird nix. Haben wir sowas als Teleskopladerwerkzeug auch? Das ist ein Adapter. Nee. Wie kann man sowas als Frontladerwerkzeug anbauen? Hat aber gar keinen entsprechenden Frontlader, der das heben könnte. Ha? Können wir das mal irgendjemand erzählen? Nee, ne? Frontlader höchstens der... Der ist ja auch nicht größer. Sollte der das hochkriegen? Nette Idee, aber... Ah, der würde... Das wird ja nicht mal für einen... Obwohl... Den 50.064. Wir probieren mal den nochmal. Kaufen. Okay. Escape.
Wir gehen mal in unsere Garage. Frontlader und den da kaufen wir wieder. Ich bin zwar nicht überzeugt davon, dass der Klaas das Ding hochkriegt, aber probieren geht über studieren. Wow, der schafft das tatsächlich. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das doch so viel ausmacht. Ja, coole Geschichte. Das ist genial, ganz ehrlich. Wie kriege ich denn... Wie kriege ich denn beide wieder ab? Ha? Das Ding ist eine Fehlkonstruktion. Okay. Ach so, ich sehe. So. Das Ding ist cool. Den fahre ich erstmal zu mir nach Hause. Warte mal gerade. Da probieren wir mal den Helfer aus. Und zwar Job erstellen. Freie Fahrt, nee. Du sollst hier hinfahren und Job starten. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. So, pass auf. Genau, so, das ist der. Job erstellen, freie Fahrt. Er soll kannst du überhaupt kein Ziel setzen. So, hier, pass auf. Und ah, okay.
Oh, mal gucken, wo der lang fährt. Sagen, wo ist denn der schon hin? Intelligenter Helfer. Wenn der intelligent wäre, dann würde er um das Hindernis, was er da hat, drumherum fahren. Wo ist der überhaupt? Da ist er doch. Der Haiopai. Von was ist denn der blockiert worden? Okay, einmal den und einmal noch den anderen. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Jetzt müsste eigentlich ein zweites Anhängsel auftauchen. Genau, so sieht's aus. Jetzt können wir einmal die Hühner füttern. Ja, das sind unsere Hühners, ne? Und die Eier kommen hier hinten raus, ja? Hier dann später, okay. So, dann würde ich sagen, würde ich kaufen nochmal. Big Packs. Kalk, Weizen. Weizen. Kann ich hier irgendwo die Menge angeben? Ah ja, da. Also 8 maximal, ja. Dann kaufen wir doch mal 8 Stück. Kaufen. Jawohl. Okay, so. Jetzt müssen wir anhängertechnisch nochmal gucken, weil das da gefällt mir nicht wirklich. Wo haben wir sie denn da, Anhänger? Autos an. Verkaufen. Ja. Okay. Escape. Gucken wir hier nochmal. Wir brauchen... Oder ich hätte gerne irgendeinen Anhänger. Und diese Big Packs vernünftig reinpacken kann. Die sind scheiße hier. Autos an. Was ist das denn hier? Ein Aufbau?
sind die DDR-Dinger, oder? Beziehungsweise russische Anhänger, genau. Ich glaube zwar. Nee, so will ich die eigentlich haben. Wobei mir die Farbe ein bisschen ex. Ah, okay. Okay, komm her, den kaufen wir jetzt mal. Und ihr habt das hier gesehen, ne? Ah, die müssten stehen hier drüben bei Autos. Wir gucken mal. Ah, hier haben wir übrigens auch einen Quad. Ach, so ein Ding bin ich auch mal gefahren. Ja, und dann habe ich einen kurzen verursacht. Oh, das war ich. Komm her, den kaufen wir uns zum Spaß hier. So. Okay. Das hier, das ist auch ein geiles Ding. Der Ding kommt, aber der hat gar keine Räder. Seht ihr das? Ein toller Mod. Fehlt ja die Hälfte. Der hat ja gar keine Räder. Also den Maverick können wir demnach dann wieder rausschmeißen. So, gleich. Sieht zwar geil aus, aber ohne Räder ist er scheiße. So, was ist hier mit dem Quad? Ah, das sieht doch nice aus, oder? Guck mal. Wow. Diese Farben, die es da gibt, ey, hier. Was ist das? Jesus Maria hier. Gut glänzend. Obwohl, der sieht bestimmt in hier so einem dunklen. Na, das sieht kackbraun, ist das. Das ist scheiße. Hier so ein Lila zum Beispiel, wobei der auch hier in so einem Grünton cool aussieht, ne? Ich weiß gar nicht, was die Standardfarbe ist, das glaube ich. Wollen wir den mal kaufen? Kaufen den einfach mal, habe ich jetzt mal Bock drauf. Den haben wir. Er kommt wieder weg. Escape. Komm her, wir holen noch eben unser Quad. Wir werden mal eben zum. Da wollen wir besuchen. Komm her. Wir holen eben unser Quad ab. Vielleicht kriegen wir den Anhänger, obwohl den Anhänger kriegen wir auf. Oh je, unser. Ja, hier perfekt, oder? Fahre ich erstmal ja an die Seite. Ah ne, mit dem können wir nach Hause fahren. Es sieht aus wie die Touren bei Chaos Farming. Nur der Rainer fährt so ein Ding in Real. Aber wir haben jetzt hier Ingame 19:55 Uhr. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und dann holen wir dieses Gerümpel vom Händler ab. Und ich mache noch ein Konto Händlerhof und da werde ich entsprechend Maschinen für den Händler kaufen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.